Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Danke für erstmal für die Bombe gerade im Bild. Ich leide unter dem Schrecken. Wieso ist immer noch das Zeichen von Hogwarts jetzt da oben drin? Nee, Moment, hier ist es. Doch, hier ist es drin, oder? Wir müssen nämlich Schmetterlinge verfolgen. Zumindest laut der Erklärung. Kann das jetzt irgendwie sein, dass ich hier noch diese Markierung drin habe? Ja. Das ist deswegen so blöd. Wo zeigt die denn hin? Das ist jetzt die Frage. Ich kann aber nicht weiter rauszoomen. Ich würde die Markierung gerne rausnehmen, aber gerade komme ich nicht auf die andere Karte. Egal, wir machen jetzt erstmal die Sache hier mit den Schmetterlingen. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Ja. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Ugh. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Ja, das glaube ich gern. Also gut, wenn ich Zeit finde, sehe ich einmal nach. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich Revelio, würde nicht nämlich vergessen, die gerne. Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück. Jetzt doch gerade geklingelt, oder nicht? Kann man hier noch hoch? Ach so, da kamen wir ja nicht hoch, weil das da abgeschlossen war, glaube ich, ne? Normalerweise würde ich sagen, dass wir erstmal den Auftrag annehmen. Können wir den Besen jetzt eigentlich benutzen? Fällt mir gerade ein. Oder können wir jetzt nicht einfach so fliegen? Ach so, hier ist Besen, Flugverbotszone, glaube ich, ne? Da ist unten so ein Symbol drin. Hallo, ich habe gerade leider keine Zeit, dich auch noch zu kraulen. Ich muss mal eben was ausprobieren. Süße Katze. Traue niemals einem. Kraule niemals, habe ich Gibt's einen verstanden. gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ab wann kann man denn wieder fliegen? Moment, hier. Du bist in dem Bereich, in dem das Fliegen erlaubt ist. Drücke LB und dann auf B. Um den Besen in deinem Werkzeugrad. Achso, LB. Oh, Moment, da haben wir aber gerade was. Revelio. Das müssen wir jetzt nochmal eben nehmen. Hogsmeade, das einzige echte Zaubererdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der 3. Klasse. So, LB ist ja 1 und dann B. Ah, okay. Das muss ich mir mal eben aufschreiben, weil das ist ja doch etwas, was man wahrscheinlich nicht nochmal gesagt bekommt. Aber das ist cool. Die Frage ist jetzt, wenn wir natürlich jetzt schneller uns hin und her bewegen können. Sie hat vom verbotenen Wald gesprochen. Kann ich hier? Ja, da kann ich jetzt den Wegpunkt endlich entfernen. Ist das hier die folgenden Schmetterlingen, ja? Ist aber noch drin. Müssen wir quasi in die Richtung. Können wir hier auch nach oben? Ja, ist das geil. Jetzt kann man endlich mal. Oh, jetzt kann man endlich mal schneller sich hin und her bewegen. Das ist ja sowas von Hammer. Cool. Aber wir wollen jetzt nicht in den Wald reinfliegen, sondern ich möchte dann schon gerne vor dem Wald gleich stoppen. Da seid ihr wieder. Hallo. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ne? Ich habe zwar keine Ahnung, welches Handbuch, aber egal. Sie redet da nur immer von. Ja gut, den Unsichtbarkeits... Ah nee, Moment, den Unsichtbarkeitszauber sollte ich... Ach so, ich habe doch... Wie kann ich denn hier...
Kann ich den hier eigentlich wechseln zwischen den beiden? Zum Zuweisen halten. Wir haben ja ein neues hier freigeschaltet. Das Problem ist, dass wir da irgendwie... Moment, plus. Ach, so können wir wechseln. Okay. Dann würde ich sagen, da machen wir das da. Expelliarmus mit rein. Zu uns ziehen und das. Das ist jetzt so der Kampfmodus, sage ich mal. Die Frage ist jetzt nur... Ah ja, können wir hier dann auch machen. Ja, cool. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall noch einen Punkt reinmachen, damit ich dann irgendwo noch Reparo oder sowas kriege. Das ist echt cool. Da sind sie. Achso, da. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Die wollen mich zu diesem komischen Sumpfschnarchler oder was? So weit, so gut. Miss Willard, sie wird ihre Antwort zu den Schmetterlingen noch bekommen. Ach, da unten. Oh, oh. Das ist nicht gut, weil die Viecher hier doch unten drin sind. Die sind jetzt links. Das ist nicht gut. Richtig kämpfen können wir hier sicher auch nicht. Na gut, ausweichen kann ich noch. So. Wohin? Liebe Schmetterlinge. Ja, ihr dürft gerne weiterfliegen, wenn ich bei euch bin. Och, lauf, komm. Kann man das eigentlich auch einsammeln hier? Nee. Das sieht so abbaubar, sage ich mal, aus. Oh, eine Truhe. Sieh sich das einer an. Globen. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Allerdings. Oh, oh. Oh. Incendio! Ist das zu weit weg? Ah, anscheinend ja. Oh, oh, da kommen die ersten Spinnen. Wir lassen das dann mal. Kann ich von hier aus? Ja, geil. Ja, cool. Ach, so kann ich auch hochsteigen. Ah. Welchen Besen habe ich denn jetzt überhaupt ausgerüstet? Ich habe den, den ich als erstes gekauft habe, ausgerüstet. Okay. Da müssen wir wieder zurück. Das ist sowas von hammergeil, dass wir jetzt das so abkürzen können mit dem Fliegen. Ehrlich gesagt will ich da überhaupt gar nicht mehr porten, weil man so viel, ja, vielleicht nicht unbedingt entdecken kann, aber so schön alles sehen kann beim Fliegen. Ich will gar nicht mehr. Ich will nur noch fliegen. Da ist doch Flugverbotszone, ne? Wie kommen wir denn da jetzt wieder rüber? Moment, da ist die Brücke. Jetzt ist es schon wieder Nacht. Ist doch nicht wahr hier. So. Aber das ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist so eine Art Glücksgefühl irgendwie. Man hat den ersten Besen jetzt im Spiel gekauft und ich weiß nicht, alles, was man so richtig schön freischalten kann. Achso, ja, ihm können wir ja nur Bescheid geben, wie sich der Besen fliegt, wenn wir gewonnen haben. Da müssen wir dann auch nochmal noch gucken. Bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja, ja, hab ich. Ich kann nur nicht so schnell laufen hier. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Ja, und ich wurde gut belohnt. Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön. Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Naja, es sind auch sehr viele Gegner, ne? Also so Schönes... Blumenkasten. Die Blumenkasten. Soll ich mir den auf den Kopf stellen oder was? Okay. So. Also. Ich weiß nicht. Der hat jetzt, glaube ich, nicht automatisch den nächsten Auftrag angenommen, ne? Im Schatten. Oh, Moment. Im Schatten der Krypta. Raum der Wünsche. Ach so. Die Voraus. Nee. Belohnungen. Beschwörungszauber. Was? Wie? Professor Weasley geht mit mir da rein, oder wie? Oh Gott, ich habe jetzt hier gerade so viele... Ah!
Anspruchsvolle Lieferung. Ach ja, da wollten wir ja auch noch hin. Ich würde gerne die... Ach so. Trifft Professor Weasley auf den Korridor des 7. Stocks, lerne mit Sebastian einen Fluch. Das sind die anderen Hüter-Herausforderungen. Ah, ach, Hüter. Meinen die damit jetzt das von fantastische Tierwelten? Also Hüter im Sinne von auf diese Tiere aufpassen sozusagen. Ich glaube, so langsam verstehe ich. Songs. Können wir da eigentlich reingehen? Dass wir uns mal kurz umschauen. Ich dachte, das Ding explodiert jetzt. Ah. Okay. Das macht Luft. Oh, ich hasse diese Dinger. Haben wir denn hier irgendwas Verstecktes? Sieht nicht danach aus, weil hier nicht irgendwo auch noch ein Punkt gerade. Auf jeden Fall ist es ganz lustig, hier mal reinzugehen. Weil, wir kennen den Laden ja, glaube ich. Moment, da unten war doch noch was. Ach, da konnten wir noch was. Okay. Moment. Wo ist der hin? Revelio. Hallo. Ist er jetzt nach unten geflattert? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ja alles kaputt gemacht. Ja, der liegt jetzt, glaube ich, unten drauf. Kann das sein? Da gucke ich gleich nochmal. Was ist das? Also sie findet es gut, so wie sie gerade guckt. Okay. Dann gehen wir nach unten. Ist der jetzt schon wieder am Flattern hier? Fliegt der draußen? Ach, da fliegt einer draußen rum. Das ist gar nicht hier drin. Was? Da muss ich dann gleich nochmal gucken. Da hinten ist doch... Ach so, ich dachte, das wäre eine Seite. Ja, es scheint aber keine Seite zu sein. Aber da unten, das können wir auf jeden Fall noch holen. So. Gehen wir ein bisschen schneller hier. Das ist ein bisschen nervig hier drin. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Oh oh. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich kleine Kaulquappen ihren Weg durch den Schaum. Okay. Naja. Ne? Zauberscherze. Also. Revelio. So, da hatte ich aber trotzdem hier irgendwo da hinten. Komm wieder nach hier, damit ich dich auch ranholen kann. Ja, perfekt. Revelio. Nee, das ist aber drin. Okay. Da mussten wir uns ja... Das ist draußen, oder? Da habe ich ja sowieso gesagt, ich wollte hier nochmal hingehen, damit ich die Sachen nochmal alle so ein bisschen fangen kann. Perfekt. Jetzt sind schon 10 Handbuchsalben. Revelio. Da hinten ist noch eine, die würde ich auch gerne noch holen. Ein vertrautes Gesicht. Dank der großzügigen Spende ist Wie entscheidet das Ministerium? Ich kann es sagen, wer eigentlich. Jo, finde ich gut. Nee, finde ich gut. Ich meine, es sind nur 10, ne? Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier groß. Da können wir was trinken und so. Ich denke mal nicht, dass wir hier groß Probleme mit dem Geld haben. Ich hoffe es zumindest nicht. So, das sind 11. Moment. Da ist ein Spiegel. Da sind Schmetterlinge dran. Revelio. Incendio. Okay. Ach so, das ist der ja, ich glaube, Moment, wo ist er? Ach so, stehe ich schon drauf. Lumos. Ja, und dann? Das ist irgendwo. Ist da jetzt ein Geheimnis, oder?
Da ist ein großes Fass. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Steg oder so. Aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Machen wir Lumos wieder aus? Ist es immer noch da? Aber was das jetzt genau bedeutet? Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist noch was am Flackern, habe ich gerade gesehen. Da... Moment. Moment. Was ist das hier? Also was wir jetzt gerade hier links gesehen haben, kommen wir da hin? Und hier ist was Blaues. Levioso. Nein. Ach, nimm doch das, was ich anvisier, Mann. Revelio. Lumos. Ah, dann halt so. Ach, den muss... Ach so, die muss ich einsammeln. Oder vielleicht nur den einen, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Nein. Ich wollte nur springen. Hallo. Jetzt geht er wieder zurück, oder was? Revelio, Lumos. Komm mit mir mit. Gibt es denn eine andere Möglichkeit, da hochzukommen, ohne dass ich springe? Oder war das nur, weil ich das RT jetzt noch in der gedrückt hatte? Nee, hier können wir auch rein. Gehe ich mal lieber kein Risiko ein. So. Muss ich jetzt wieder ausmachen, ne? Oder wie war das? Hallo? Ja, sehr schön. Damit haben wir dann auch schon mal Nummer 12. Okay, jetzt habe ich total vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Wir müssen nach da oben. Entschuldigung, Entschuldigung. Gut, da war gerade was. Ich möchte einmal rüber, bitte. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbauen verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen. Das ist hier. Okay. Kann man aber leider nicht einsammeln, so wie es aussieht. Oder die sind noch nicht fertig. Können wir die Kohlköpfe vielleicht einsammeln? Auch nicht. Können wir wahrscheinlich gar nichts einsammeln. Das ist wahrscheinlich wieder nur Fake. So nach dem Motto, haha, guck mal, was wir hier alles machen können. Ihr könnt das nicht. Na gut. Ist hier der Eingang? Ja. In puncto Tränken haben wir alles, was das Herz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ja, muss ich auch mal kurz, weil es kann ja sein, dass bei Ihnen irgendwas versteckt ist. Da geht's noch runter. Ah, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. J. Pippins Zaubertränke. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Okay, dann können wir vorher nochmal kurz gucken. Wir hätten ja irgendwas bekommen. Ob das besser ist oder nicht. Also normalerweise müsste... Ja, oder ist es nicht besser? Nee, Moment. Das ist das, was ich anhabe. Das andere ist schlechter. Ja, okay. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Okay. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger.
Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Ja gut. Eine anspruchsvolle Lieferung. Ist auch direkt geslottet. So, was ich wohl gerne machen würde, weil mich nervt das, wenn wir hier immer so im Dunkeln rumlaufen. Wie war das jetzt? Auf die Karte gehen und warten, genau. Weil, kann ja nicht angehen, ne? Wir müssen ja zwischendurch... das ist doch schon sehr weit weg. Können wir da nicht zufälligerweise hinporten? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre außerhalb von dem Gebiet, nehme ich an. Das ist da ganz unten. Okay. Habe ich quasi... Ja, doch. Da würde ich sagen, wir porten hier hin. Zu Lower Hawksfield. Und fliegen von da aus weiter. Hm. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. So, nee, Moment, jetzt bin ich aber falsch rum, ne? Einmal Auslieferung. Ich weiß nicht, warum wir das nicht mit der Eulenpost gemacht haben, aber egal. Ja, es dauert noch einen Moment, bis wir da sind. Das cutte ich halt mal eben kurz raus, damit es nicht ganz so lange dauert. Bis gleich. So, wir sind so gut wie da. Immer zu spät, dieser Pippin. Nein, ist er nicht. Ich bin da. Madame Lawang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Ja, wenn er das so schlecht kann, warum bestellt's? Genau, warum haben Sie sie dann gekauft? Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Ach so, ja, das waren diese Unsichtbarkeitstränke, ne? Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Und wie? Trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, sag mir doch einfach wie. Ich habe keine Ahnung. Muss ich irgendwie aus dem Inventar heraus, denke ich mal. Das sind alles keine Tränke. Blutegelsaft. Das sind aber nur die... Ja. Hä? Wie soll ich denn... Talente kann ich übrigens auch noch was machen. Da können wir noch mal kurz reingucken. Haupttalente. Genau, das hier. Das wollte ich auch sowieso freischalten. Oh, jetzt haben wir hier ganz viel. Oh. Neues Zauberset wird... Achso, das ist das gleiche. Von Stupa betroffene Gegner bleiben länger betäubt. Der Mega-Power-Trank... Erfolgreiches Ausweichen, unblockierbare Angriffe, erhöht die alte Magieanzeige. Das wäre auch schön. Das nehmen wir mal. Wenn du einen Zauber mit einem perfekt abgestimmten... Ja, das werde ich sowieso nicht perfekt machen. Erhöht die Reichweite von Revelio. Das war das mit dem Aufdecken, ne? Naja, gut. Basiszaubertreffer gegen Gegner in der Luft erhöhen die alte Magieanzeige stärker. Wäre auch gut, weil ich die gerne mal schweben lasse. Das mache ich auch mal. Raum der Wünsche ist immer noch nichts, oder?
Chinesischer Kohl, Wirkung des Unsichtbarkeitsdrangs. Ja. Schleichen, was ist mit dunklen Künsten? Da ist noch eins dazu gekommen. Ein Flucheffekt haftet länger an einen Gegner. Ja, das lassen wir erstmal offen. Zaubersprüche ist nichts dazu gekommen, so wie es aussieht. Nee, das wollte ich ja nicht. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Aber das löst trotzdem nicht das Problem, wie ich jetzt diesen Trank trinken kann. Oder steht der vor mir? Moment. Ah, ich glaube, ich habe herausgefunden, ach, da war ich gar nicht mal so schlecht am Anfang. Ich habe nur links auf Rezept geschaut, wie man das eigentlich herstellt. Zum Anlegen LB loslassen. Ah, okay. Und dann wahrscheinlich einmal LB drücken. Ja. Okay. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Tranknachfrage so groß ist, ist es dann nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Vielleicht durch Kombination ihrer Rezepte und Fähigkeiten? Ha, keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Na, das ist ja nett. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Hatte ich noch was, was ich verkaufen kann? Ich bin mir nicht sicher. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Ah, okay. Blutegelsaft, Hauben, Hüpferpilze, Florfliegen, Eier der Aschwinderin, Mondstein, Mega-Power-Trank. Hat die zwei von da, wenn ich das richtig sehe. Wir kaufen den jetzt einfach mal. Eine so. Gute Wahl. Genau das hätte ich auch ausgesucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt welche habe, ehrlich gesagt. So, genau, das können wir nämlich noch verkaufen. Das kann ich gut gebrauchen. Vielen das Dank. Müssen wir dann irgendwie in den Raum der Wünsche kriegen. Danke für aber den Besuch. Da kommen wir ja hin. Ich weiß das zu schätzen. So, jetzt möchte ich nur wissen, wie ich jetzt dieses Ding, diesen Hinweis hier wieder... Ach, so kann ich den wieder reinklappen, okay. Ja, war ein bisschen verwirrend jetzt am Ende, weil ich nicht wusste, wie man das Ganze eigentlich nehmen sollte. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Nee, aber die Tränke... Die Heiltränke rechts, da ist ja nur das Rad. Da weiß ich, diese 25 Heiltränke da unten, da weiß ich immer noch nicht, wie ich die überhaupt benutzen soll. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weil hier, es sei denn, ich kann sie noch nicht benutzen. Fokustrank, Maximatrank, Donnergebräu, Alraune. Das sind auf jeden Fall nicht die. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, dass ich die jetzt erstmal wieder reinlege. Ich meine, wir haben zwar nur noch zwei davon, aber ist ja nicht schlimm. Ach so, kehre zu Perry Pippin zurück. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal eben schnell. Und ich cutte das natürlich wieder raus, weil das sonst zu lange dauern würde. Und sehe euch dann gleich wieder, wenn wir den Auftrag abgegeben haben. Beziehungsweise Bescheid gegeben haben. Oh, kein Zugriff mit Besen oder Reittier. Ja, ist ja gut. Wir setzen uns ja schon hier ab. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Genau. Aber was ich auf jeden Fall gerade mal ausprobieren konnte, das war ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das noch mit reingeschnitten habe. Diese Luftballons, die man immer oben sieht, die braucht man gar nicht abzuschießen. Ich dachte, man kann dann irgendwie fliegen und... Ich wollte gerade sagen, ich muss doch dahin. Wieso zeigt ihr mir das links hin? Ich dachte, man kann irgendwie fliegen und da muss man darauf schießen oder so. Nee, es ist viel einfacher. Man muss einfach da durchfliegen, damit die kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Aufgabe oder sowas noch sein wird. Das wäre natürlich auch ganz cool zu wissen. Oder ob man vielleicht, weiß ich nicht, eine Errungenschaft bekommt, wenn man alle hier in der Umgebung findet und kaputt gemacht hat oder sowas. Das wäre auf jeden Fall cool zu wissen, weil dann würde ich definitiv, also wenn das jetzt eine Errungenschaft wäre beispielsweise, würde ich definitiv gucken, dass ich immer ja, meine Augen offen halte und auch entsprechend... Revelio. Ist hier irgendwas?
Ach so. Okay. Ich glaube, viel mehr macht er aber auch nicht. Willkommen. Und die dann entsprechend kaputt macht. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ich habe Fatima Lawang die Tränke gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Naja, sie ist etwas schwierig, das stimmt schon. Kein Problem. Ich habe mich darum gekümmert. Das höre ich gern. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Ich hätte gerne eine zusätzliche Belohnung. Nein. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gleichfalls. Wenn man sich nicht selbst mit dieser Hexe herumschlagen muss, nimmt man gerne die Kosten in Kauf. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippin. Auf bald. Also sind wir mal ehrlich, ne? Er hat ja gesagt, wir können das Geld behalten. Moment. Wie ich höre, haben Sie im Wald einen... Nein, warum müssten die mal reden, wenn ich schon gedrückt habe? Habe ich nicht gerade einen Hut bekommen? Hä? Oder war das jetzt nur Optik, die wir gerade erhalten haben? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht dadurch, dass wir die Aufträge abgeschlossen haben. Nö. Ich dachte, vielleicht ist da jetzt irgendwas untergegangen, dass da kein Fragezeichen steht, gefunden. Aber... Ich war nie ein Freund von Abenteuern. Ja, das ist ja nicht mein Problem. 300 haben wir auf jeden Fall bekommen, habe ich gerade noch gesehen. Das ist schön. Ja, dann gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall für die Hüter-Herausforderung noch mit Professor Weasley sprechen, der uns auch in den Raum der Wünsche bringen wird, wo ich unbedingt hin möchte. Und mit Sebastian, ja gut, das ist jetzt nochmal Flugprüfung. Das würde ich schon gerne auch als nächstes machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte unbedingt das mit dem Raum der Wünsche freischalten, wenn der dann wirklich danach freigeschaltet wird. Deswegen würde ich sagen, dass wir da die Aufgabe dann als nächstes verfolgen. Ja, und wenn ich sage, dass wir die als nächstes verfolgen, dann meine ich damit natürlich, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir das Ganze dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.